Ich werde erwartet. Schön, dass ihr hier seid. Diese Angelegenheit ist delikat und ich brauche ein eher unbekanntes Gesicht, sodass keine Verbindung zu mir hergestellt werden kann. Es geht um eine Eskorte, aber ihr werdet mir vermutlich zustimmen, dass die Art der Begleitung diesen Auftrag zu etwas Besonderem macht. Ich werde überhaupt nichts tun, solange ich nicht weiß, für wen ich arbeite. Mein Name ist Schwester Patrice. Ich habe mir aus Mildtätigkeit eine gewisse Bürde aufgeladen. Dies hier ist meine Fracht. Shivadal. Nicht einmal ein Templer würde einen Magier derartig fesseln. Er ist ein Überlebender der internen Kämpfe mit ihren Ausgestoßenen, den Tervishoth. Ich nenne ihn Ketogen, eine Brücke zwischen den Welten. Der Vicomte und andere sind der Meinung, der Frieden sollte mit Aussöhnung beginnen. Dieser Magier würde also vermutlich wieder seinem grausamen Volk übergeben werden. Er kann jedoch einem besseren Zweck dienen. Ich will, dass er frei ist. Er muss deshalb aus der Stadt gebracht werden, ohne dass sein Volk etwas davon erfährt oder er mit mir gesehen wird. Ich kann ihn aus Kirkwall rausbringen. Er ist allerdings ein wenig zu auffällig, um die Straßen zu benutzen. Warum sollten Sie ihm so etwas antun? Nun, das ist selbstverständlich keine Option. Ihr müsst jegliche Zwischenfälle mit den Wachen vermeiden. Ich darf hiermit nicht in Verbindung gebracht werden. Dieser Magier wird ein perfektes Beispiel für die Grausamkeit der Kunari sein. Selbst gegenüber ihrem eigenen Volk. Jedoch nur, wenn dieser Plan Erfolg hat. Dieser Durchgang führt in die Gewölbe der Tiefstadt. Es ist dort gefährlich, aber genau deshalb wurdet ihr angeheuert. Viel Glück. Ketoyan, richtig? Müsst ihr aus der Stadt herausgebracht werden? Ich weiß nicht genau, ob er euch verstanden hat. Ich habe ihn jedenfalls nicht verstanden. Es war schwierig, Informationen zu bekommen. Aber seht ihn euch doch an. Würdet ihr das vielleicht wollen? Ich schätze, das haben wir mit ihnen gemeinsam. Wir stampfen mit einem hornschädigen Magier durch Tiefstädte. Was soll man dazu sagen? Er ist nicht wirklich hilfreich, oder? Sieh sich das einer an. Jeder fürchtet die Tiefstadt. Und doch gibt es immer wieder Narren mit Geld, die es darauf ankommen lassen. Was ist das für ein Ding?
Mit diesem Halsband, wie die Hure irgendein... Haben es euch diese Kunari angetan? Vielleicht sollte ich euch loswerden und rausfinden, wer für euer Haustier am meisten springen lässt. Oh, ich glaube, das Ding mag nicht, wie du seine Meisterin behandelst. Vielleicht sollten wir die hier durchlassen. Eine Stimme der Vernunft. Was würde er wohl mit euch anstellen? Euresgleichen denkt, ihr könntet euch alles erlauben, alles kaufen und Leute aus den freien Marschen wie mich in unsere eigene Kanalisation verdrängen. Ihr wollt uns in Ketten sehen, genau wie dieses Ding da. Aber das erlebt ihr nicht. Verfluchte Leere! Tötet es! Tötet sie alle! Die Gefahr ist vorüber. Beruhigt euch wieder. Habt ihr reagiert, weil eure Anführerin bedroht wurde? Ich kenne diese Art von blindem Instinkt. Es ist schwer einzuschätzen, wie viel Kontrolle er über sich hat. Ihr habt getan, was ich gesagt habe. Habe ich vielleicht die richtige Formulierung benutzt? Vielleicht weiß er es selbst nicht. Behaltet die Kontrolle und vergesst nicht, wer auf eurer Seite steht. Natürlich. Nichts anderes hatte ich erwartet. Bleibt stehen, Basra Bashedan. Ich bin Avarad und ich verlange, dass er mir Sarebas übergeht. Die Angehörigen seines Karatan wurden von Tal the Shot getötet, aber ihre Leichen führen allein hierhin, zu Sarebas und euch. Seid vorsichtig mit euren Anschuldigungen. Ich habe das Karatan dieses Magiers nicht getötet. Tal the Shot haben sie getötet. Diese Schlacht war zu erwarten. Das Überleben des Sarebas ohne seinen Avarad jedoch nicht. Ich weiß nicht, wie ihr dazu kommt, seine Leine zu halten, aber ihr habt gegenüber dem Kuhn keine Ansprüche. Er wird zurückgebracht und von seinen Verbrechen gereinigt. Und wenn er gar nicht zurückgehen will? Sarebas, zeigt, dass euer Wille noch immer an das Kuhn gebunden ist. Er ist euch nur gefolgt, weil er geführt werden will. Ihm ist keine andere Bestimmung gestattet. Die Schwester nannte ihn Ketoyan. Heißt ihr Sarebas? Sarebas ist sowohl seine Rolle, als auch eurem Verständnis nach sein Name. Es ist die Anklage und das Eingeständnis, ein Magier zu sein. Und ihr seid Avarad? Meine Rolle ist es, die Leine zu halten und die Grauen zu jagen, die das Kuhn verlassen. Oder was, die noch nicht erleuchtet wurden.
Es kümmert euch nicht, dass jemand eure Toten geschändet hat, um euch hierher zu führen? Zweifellos sind sie von euren Schultern gerutscht, als ihr oder eure diebischen Begleiter schwach geworden sind. Es ist ein Verbrechen, dessen Opfern nicht mehr geholfen werden kann. Wir werden uns darum kümmern, aber die größere Bedrohung ist offenbar. Es ist meine Rolle, Saribas einzufangen. Es ist die Rolle eines anderen, die Verderbtheit eurer Art zu tilgen. Ich werde ihn euch nicht geben. Er wird seinen eigenen Weg wählen. Er will das, was das Kuhn verlangt. Das ist alles, was er ist. Ihr, Basra, eure Art kennt keinen Sinn. Doch die Gelegenheit zur Vernunft wird euch aufgezwungen werden. Ihr werdet alle zum Kuhn geführt. Könnt ihr aufstehen? Ich bin nicht mehr gebunden. Seltsam, falsch, aber ihr verdient Respekt. Ihr seid nun Basvarat, wert, dass man euch folgt. Ich danke euch für eure Absicht, selbst wenn sie falsch war. Ich kenne den Willen des Arvarat. Ich muss zurückkehren, wie es verlangt wird. Es ist die Weisheit des Kuhn. Nach all dem wollt ihr jetzt also sterben? Ich will nicht sterben. Ich will nach dem Kuhn leben. Und das bedeutet, ihr sterbt? Ja. Ist das schwer zu verstehen? Andere eures Volkes leben auch außerhalb des Kuhn. Ihr könntet euch ihnen anschließen. Sie sind nicht mein Volk. Ich bin Kunari. Sie nicht. Sie haben sich für die Freiheit entschieden. Freiheit? Sie haben abgelehnt, was sie sind. Ich kann nicht entscheiden, nicht zu sein. Meine Aufgabe war beendet, als wir die Stadt verlassen hatten. Alles andere liegt bei euch. Ihr kennt Gewissheit und Grenzen. Ihr seid den Kunari näher, als ihr zugeben wollt. Eure Rolle würde sich nur wenig ändern, wenn ihr das Kuhn annehmt. Nehmt dieses Geheimnis, Basvarat. Erinnert euch an diesen Tag. Das war nicht richtig. War es doch nicht, oder? Sie hat vielleicht nichts davon gewusst, aber Patrice hat eindeutig eine Spur genau zu uns gelegt. Wenn sie auf uns gehetzt hat, möchte ich den Grund dafür erfahren.